Vorgestern habe ich auf Social Media, ich glaube, es war LinkedIn, einen sehr bekannten Coach gesehen und gehört, dass er sich über das Wörtchen Mann aufregt. Wenn man Mann in der Sprache verwendet, gerade wenn man als Speaker spricht oder als Vorstandsmitglied oder in einem Teammeeting, Mann geht man gar nicht. Und darunter ranken sich ganz viele Kommentare. Mann. Mann, Mann, habe ich gedacht. Aber es ist doch gar kein Personalpronomen. Mit Mann ist doch Mann mit zwei N gar nicht gemeint. Auch da habe ich vor Jahren schon Sachen erlebt, dass ich bei einem Meeting, bei einem Text schreiben sollte, wenn Mann ist, sollte ich Frau schreiben. Da habe ich gesagt, wie hört sich das denn an? Es ist ein unpersönliches Pronomen. Und es ist in den Jahren, insbesondere in der Speaker-Szene oder in Teamtrainings und im Teamkommunikationstraining zu einem Personalpronomen geworden. War es aber ursächlich nie. Denn allgemein heißt es Mensch. Und es wandelt sich für jeden beliebigen Menschen oder jeder beliebige Mensch, ein beliebiger Mensch, jeder beliebige Mensch. Und es kann im Singular wie im Plural benutzt werden. Wie schön. Also habe ich mich auf die Reise gemacht und habe überlegt, wo kommt dieses Mann denn eigentlich her? Und jetzt an alle Frauen, die bei dem Mann denken, dass die Frauen ausgeschlossen sind, siehe da, ursprünglich scheint dieses Mann weiblich zu sein. Ja, Herr Jemine, wo sind wir denn da gelandet? Und wenn das wirklich so wäre und dieses Mann die Schöpferin aller Wesen, sondern es kann ja nur weiblich sein, weil Schöpferin aller Wesen, wer gebiert, das sind die Frauen. Also Mana, was ist denn da passiert? Und ich habe schon über Personen und Menschen gesprochen, ich habe schon über Wortwahlen benutzt von Komplott und Intrigen. Wir sollten uns unsere deutsche Sprache noch mal genauer anschauen. Und wir sollten überlegen, was es dann bedeutet, wenn wir gendern. Den Aspekt beim Gendern, den ich mag, ist, dass es eine Neutralität gibt. Kaufmännische Berufe, medizinische Berufe, pflegerische Berufe, besser als Krankenschwester, Mediziner und Ärztinnen und Ärzte, Krankenpfleger und Pflegerinnen, Kauffrauen und Kaufmänner. Kaufmännisches Personal, da haben wir es wieder, unser Personal, die Belegschaft. Und da mag ich es, wenn es wertschätzt. Diese Sternchen innen und Mann, Frau. Dann müssten wir auch überlegen, ob wir nicht demnächst, wenn irgendwie R wäre, also wie Zimmermeister, Zimsi-Meisti machen. Meisti. Also wenn wir aus dem R, was ja männlich ist, eine Sie machen. Das kann nicht der Sinn und Zweck der Verdummdeutung sein. Aber wir haben in der deutschen Sprache enorm viel Potenzial, neutraler und damit wertschätzender zu sprechen. Und das habe ich festgestellt, das ist in der deutschen Sprache wirklich sehr facettenreich möglich. Es gibt unterschiedliche Endungen, wo wir dann etwas neu gestalten können und es neutralisieren. Es ist weniger unser Sprachgebrauch, aber in unserem Sprachgebrauch haben wir nur das, was wir mal gelernt haben. Aber was ist, wenn wir den Raum erweitern für Sprach- und für Sprachgestaltung? Was dabei kritisch zu betrachten ist und was ich auch kritisch betrachte, ist, wenn wir permanent eine Rechtschreibreform machen und die Oma ihrem Enkelkind nicht mehr helfen kann. Wenn die Mutter ihrem Kind bei den Schularbeiten nicht mehr helfen kann, weil sie überhaupt nicht mehr weiß, wie man sich das schreibt. Weil ich habe dafür eine 6 gekriegt und dieses Kind kriegt dafür eine 1. Sorry, das macht doch wütend. Und wenn wir mal das Wort Mann nochmal nehmen, dieses Mann mit diesem einen N, ist es vor vielen Worten gebaut, also manifestieren, manifest, mannigfaltig. Also es gibt viele, viele wunderbare Worte, die mit Mann anfangen. Auch da lade ich dich mal ein, auf die Forschungsreise zu gehen
was man so mit Mann am Anfang, am Wortanfang alles machen kann, mit diesem Mann. Mann, nicht Mann mit zwei N, sondern nur mit diesem Mann. Und diese Wortkraft zu nutzen, dieses Wort, wo das Wort Mensch schon drinsteckt, wo das Wort Menschsein drin versteckt ist. Und diese Neutralität zu behalten und den Ursprung ein bisschen im Sinn zu haben, dass es um das Schöpfen geht, um das in die Welt bringen, um das Gebieren, um das Wachsen lassen, um das Größer werden lassen. Und es weniger so eng und einschränkend zu benutzen, denn ich kenne diese Fragen in Teamtrainings, wenn jemand sagt, man macht das doch so. Jeder fragt, wer ist denn Mann? Aber manche argumentieren so und manch einer betrachtet das so. Und wir wissen um diesen Mann, denn Mensch und jeder beliebige Mensch ist das, wo wir wissen, was kollektiv, wie kollektiv tickt. Und klar ist es als Ausrede, man macht das so, kein Argument. Oder es war schon immer so. Das ist aber in einem ganz anderen Kontext. Und da sollte man überlegen, ob man das macht, du, wir oder das Kollektiv es so tut, weil es so angenehm ist. Und darüber habe ich ja im Thema Intrigen und Experimente ein bisschen drüber gesprochen, weil wir sind als Mensch im Moment noch viel zu leicht durchschaubar. Wir sind in keiner Superposition. Wir handeln wie aus tierischen Impulsen heraus. Man könnte auch sagen, aus ursprünglich angelegten Impulsen, wie Fluchtstoßstellen oder weglaufen, wenn Gefahr droht. Aber es gibt viel mehr Impulse, denen wir folgen, weil wir Zugehörigkeit suchen. Und auf diesem Anlass plappern wir auch gerne nach, plakatieren ein und denselben Spruch von dem ein und denselben Menschen und hinterfragen nicht, in welchem Kontext hat diese Person das gemeint. Und gibt es vielleicht noch einen anderen Spruch, der das, was du untermauern willst, viel stärker verankert als der Spruch, der schon tausendmal in der Welt gepostet worden ist. Und so sollten wir schauen, wir gehen mit Zitaten um, mit Regeln, aus Erfolgsregeln, aus Persönlichkeitsentwicklungstraining, aus Kommunikationstraining, aus Marketingregeln. Wie gehen wir mit einem Regelwerk um und verlieren dabei unsere Individualität? Unsere Wachheit im Geist, im Verstand und im Herzen und das Gefühl, was stimmig ist. Und dabei wünsche ich dir als Mensch viel Spaß und würde sagen, es wäre schön, wenn man demnächst individueller, ethisch, moralisch und sehr bewusst seiner selbst in dieser Welt bewegt.